Wird Zeit, dass die Friseure wieder aufmachen. Darum soll es aber heute nicht gehen, sondern um das, was hier in diesem Paket drin ist, in dieser Tasche, den Zeltofen, den ich auf den letzten Touren genutzt habe. Da habe ich ein paar neue Sachen, die zeige ich euch jetzt mal, so ein bisschen ein kleines Update, was für Erfahrungen ich damit gemacht habe und ja, wie es vielleicht weitergeht. Ob es nochmal ein Zeltofen-Video dieses Jahr gibt oder nicht, schauen wir mal. Ja, und damit hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Ja, nach den letzten beiden Videos, wo ich mit dem Zeltofen unterwegs war, einmal mit dem Schaki die Jahresabschlusstour und dann das letzte Mal mit dem Siggi die Tour im Schnee, ja, kamen wieder einige Fragen zum Zeltofen auf. Hier ist nochmal das Packmaß, danach hatten auch einige gefragt. Also so ist der komplette Zeltofen verpackt, nur die reine Hülle. Dazu kommt quasi nochmal so eine Art Rolle hier, wo das ganze Zubehör drin ist, das Ofenrohr und alles weitere. Wir hatten bei der Tour mit dem Siki, hatte ich wieder so ein paar Probleme gehabt mit dem Zeltofen. Anfangs wusste ich nicht, woran es lag. Ich habe auf die Wetterlage geschoben. Am nächsten Morgen habe ich dann aber festgestellt, woran es gelegen hat, nämlich an dem Funkenfänger, den ich neu hatte und den ich installiert habe. Deswegen liegen jetzt auch mal die beiden ersten Versionen, die ich mir selbst gebaut habe, hier. Ich packe das Ganze mal aus. Also der Ofen hat irgendwie nicht richtig gezogen. Also wenn er zu war, dann schon. Aber sobald man ihn vorne aufgemacht hat, war quasi der Zug vorne raus, also durch die Klappe stärker als der oben raus. Das heißt, er war oben effektiv ein bisschen zu. Lag an dem ja, Funkenfänger, den ich mir bestellt habe. Der Hersteller des Ofens hier hat jetzt auch einen im Angebot. Habe jetzt hier noch die Abspannleinen dran. Wickele ich mal gerade ab, damit ihr das Teil auch mal seht. Und hier kommt gleich ein Duft hoch. So, ich komme ein bisschen näher ran. Ja, der ist natürlich ultra leicht, ne? Also das ist auch aus Titan gefertigt mit ein paar Nieten hierzu und oben ein schönes Prallblech, dass wenn die Funken von unten hochkommen, erstmal dagegen klatschen, knallen, eventuell dann nochmal vielleicht ein bisschen runterfallen. Und dann haben wir hier an der Seite ein paar, ja, Schlitze. Wie ihr seht, das müsste man jetzt wahrscheinlich erkennen, habe ich den schon wieder mit der Drahtbürste ein bisschen, ja, frei gemacht. Das Holz, was wir anfangs verbrannt hatten oder was wir auf der Tour verbrannt hatten, war hauptsächlich ein Kiefernholz, was natürlich von Haus aus recht, ja, voll von Harz ist und stark rußt, und dementsprechend hat sich dann hier auch eine dicke Rußschicht drin gebildet, was letztendlich dazu geführt hat, dass hier die Schlitze, obwohl die ja noch relativ breit waren, tatsächlich sich zugesetzt haben. Ist an der Stelle natürlich schlecht, weil oben ist das der einzige, ja, ja, Auslass, den der Ofen hat, und entsprechend schlecht war der Zug. Das haben wir dann auch später festgestellt, dass der Ofen nicht nur hier oben rausgequalmt hat, sondern auch aus dem eigentlichen Rohr, aus dem Ofenrohr, was ja aus dieser Titanfolie zusammengerollt wird. Und ich dachte so, das Rohr ist doch undicht, also das Rohr von Haus aus nicht hundertprozentig dicht, aber normalerweise ist eben der Zug durch das Ofenrohr nach oben stark genug, dass eben an der Seite nichts rausqualmt. Ja, das hat sich also zugesetzt. Hier auch nochmal eine Evolution von meinen ja, Funkenfängern. Das war meine erste Idee, ein relativ feinmaschiges Netz, was ich hier vernietet habe. Oben dann eine alte Dose drauf, quasi auch nochmal als Prallschutz. Das Teil hatte sich aber recht schnell auch hier bei mir im Garten beim Test zugesetzt.
sodass der Ofen, das Zelt innerhalb von kürzester Zeit unter Qualm stand, ist also direkt ausgesondert worden, nur noch aus Nostalgiegründen. Die zweite Version, die hat eigentlich ganz gut funktioniert. Hier aus einem relativ festen Alu-Streckgitter, wie man das nennt. Hier oben habe ich dann nochmal dieses feine Gitter einfach hier reingeklemmt, alles auch schön vernietet. Der funktioniert soweit. Ich dachte aber, komme ich schon mal den, weil der wiegt nur nochmal, ja, vielleicht ein Drittel oder vielleicht sogar nur ein Viertel, also nochmal ein Stück leichter. Und ich wollte halt einfach alles aus Titan haben. Also der hat funktioniert, war aber schwer. Der hier, ja, funktioniert ganz gut, also Funken kam keiner raus, aber hat sich jetzt leider auch wieder zugesetzt. Was ich jetzt machen werde, ist hier nochmal an zwei Stellen oder an drei Stellen eine von diesen Streben rausnehmen, sodass ich auf einer Seite auf jeden Fall eine etwas größere Öffnung habe. Und beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall darauf achten, einfach mal ja, viel Buchenholz zu verbrennen. Das war nämlich bei der Turm im Schacki nicht der Fall, also auch der Fall. Da haben wir auch anfangs Fichte verbrannt, damit wir das Feuer schnell in Gang bekommen haben. Ich hatte da teilweise sogar noch ganz dieses dünne Fichten-Anzündholz mit dabei, was aber auch sehr trocken war und eben ja gut, super gut verbrannt hat, ohne viel zu ja, qualmen. Teilweise haben wir beim Sigi, mit der Turm Sigi, sehr viel feuchtes Holz draufgelegt. Und ja, das in Kombination hat halt dazu geführt, dass der sich zugesetzt hat. Wie gesagt, ich werde das vielleicht ja erstmal nur, vielleicht sogar erstmal nur eine Strebe rausnehmen und gucken, wie es dann läuft. Mir aber auch nochmal so ein kleines Werkzeug irgendwie basteln, was ich auf einen Stecken dran machen kann, um dann im Zweifelsfall ja, das Teil hier auch auf der Turm noch mal ein bisschen frei zu kratzen. Ja, das war das erste Zubehörteil. Und das zweite Zubehörteil ist die Ofenregulierung. Und die schauen wir uns jetzt gleich an. Jetzt dann mal aus dem Tabletop-Modus. Das hier war der alte, oder ist der alte Regulierer, den ich habe, der ursprünglich beim Ofen mitgeliefert wurde. Hat hier unten ja solche Nasen. Ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Die lassen sich dann hier an dem Blech entsprechend ja, einsetzen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, dann dreht man das fest und dann hält der auf jeden Fall. Ja, Nachteil an dem ist, der war hier relativ nah am Ofen. Das Teil ist dann irgendwie doch heiß geworden. Ja, und so wirklich ja, zufrieden war ich nicht. Also ich konnte damit zwar regulieren. Aber was mich so ein bisschen gestört hat, ich habe quasi keinen zusätzlichen Funkenfänger da unten drin gehabt. Vor kurzem hat dann der Hersteller das System umgestellt und bietet jetzt ja diesen Regulator an und Funkenfänger. Steht halt auch einmal aus so einem Ring. Der hat hier zwei Schlitze drin und dann wird so eine Platte mitgeliefert. Auf der einen Seite ist die komplett zu, auf der anderen Seite haben wir hier ja, so ein Gitter drin. Die wird dann hier eingesetzt. Jetzt ist die schon ein bisschen verzogen und entsprechend ein bisschen schwergängiger. Ja, und man kann den Ofen eben damit regulieren. Finde ich wesentlich besser. Also ich kann ihn auch fast ganz komplett zumachen. Also dann bleibt hier oben und unten noch so eine kleine Ecke offen. Oder aber ja, wenn der Ofen hier steht, dann kann ich es komplett aufmachen. Also ich habe es tatsächlich meistens komplett offen. Es sei denn, ich will kochen, dann mache ich es absichtlich ein bisschen zu, damit die Hitze nicht direkt ganz rausgeht. Ansonsten feuere ich den Ofen einfach ständig durch, solange ich eben den Ofen nutze. Zusätzlich habe ich eben hier den Funkenfänger drin, der quasi auch nochmal die dicksten Funkenstückchen direkt unten abhält. Ja, und wie gesagt, die Kombination von den beiden war bezüglich Funkenfang richtig genial. Also auch als wir das Teil mal richtig hochgejagt haben, habe ich draußen mal geschaut und es ist ganz, ganz selten, hat sich mal ein kleiner Funke hier raus verirrt. Der hat es dann auch meistens dann nur noch einen halben Meter so geschafft und dann ist er schon erloschen. Das ist dann wahrscheinlich dann hier unten mal vorbeigeflogen.
Das ist also schon richtig genial. Was nicht ganz so optimal ist, ist, dass das hier doch ein sehr, sehr enges Spiel hat. Also ihr seht, dass dieses Blech hier hat sich schon ordentlich verzogen durch die Hitze natürlich, die hier unten anliegt. Und die Maße hier sind doch recht knapp. Also ich würde sagen, ich kann es ja schlecht messen. Also der Schlitz hier ist vielleicht das anderthalbfache von der Dicke, von der Stärke von dem Material, von dem Blech hier. Bisschen breiterer Schlitz wäre da vielleicht ein bisschen besser gewesen, damit das Ganze ja sich besser verstellen lässt. Eine Undichtigkeit, da braucht man nicht weiter drüber zu reden, die habe ich hier in dem Ofen sowieso. Der ist definitiv nicht dicht, weil ja alle Teile nur zusammengesteckt werden. Aber die Verbrennungsgase treten quasi im Gebrauch eben trotzdem nicht aus, weil eben im Normalfall der Zug durchs Ofenrohr hoch entsprechend stark ist. Ja, jetzt sind meine Finger dreckig. Viel mehr gibt es zum Ofen aktuell am Ende zu sagen. Wie ihr seht, das Ding ist ja ordentlich verzogen, lässt sich aber immer noch problemlos aufbauen. Der Aufbau dauert vielleicht eine Minute oder zwei länger, wie wenn er gerade wäre. Wenn man das mal raus hat, dann ist das alles kein Problem. Von dem her bin ich mit dem Ofen immer noch sehr zufrieden. Aber mit diesen Sachen hier muss man eben so ein bisschen Erfahrung sammeln. Man muss zu einem das richtige Holz verbrennen, schauen, dass ja, sich sowas nicht zusetzt. Das kann nämlich dann doch bisschen kann doch lebensgefährlich werden, wenn dann das Zelt plötzlich unter Rauch steht, wenn das Ding sich eben komplett zusetzt und der Ofen unten rausqualmt. Deswegen lasse ich den Ofen dann auch mehr oder weniger ausgehen, wenn ich ins Bett gehe, und knall ihn nicht komplett voll, dass er die Nacht irgendwie durchbrennt, oder reguliere ihn dann zu hier, dass er möglichst langsam noch verbrennt. Nee, wenn ich ins Bett gehe, mache ich das Ding nochmal so halb voll. Aber alle Klappen auf und dann kann der einmal noch ordentlich durchbrennen. In der Zeit wärme ich mich im Schlafsack auf und ja, dann wärmt mich mein Schlafsack die Nacht über. Das ist zumindest für die Temperaturen oder die Gegebenheiten, wie ich sie oder wie wir sie hier in unseren deutschen Wintern haben, für mich völlig ausreichend. Ja, so ist es. In dem Sinne soll es das auch schon gewesen sein für heute. Kleine Erklärung zu meinem Ofen hier und dem Zubehör. Versand von den beiden Sachen war wieder verdammt schnell. Also ich habe den ja in diesem Shein UL Outdoor Shop bestellt. Ging wirklich ratzfatz. Kommunikation, ich wollte eben nur diese beiden Teile nochmal extra haben. Das hat er im Shop nicht gelistet gehabt. Das hier schon. Aber ich glaube, das hatte dann 20 € extra gekostet. Das hat alles super geklappt und war innerhalb von 2 Wochen da. Also dem her Daumen hoch auch dafür. Ob es jetzt nochmal eine Wintertour geben wird mit dem Zeltofen, weiß ich nicht. Morgen geht es wieder raus. Dann aber mit einem Bodensetup unter einem Felsen. Dann werden wir wieder ein schönes Lagerfeuer machen. Schnee ist bei uns nicht mehr angekündigt. Vielleicht geht es nochmal im Februar oder März mal nochmal in den Schwarzwald mit dem Ofen. Schauen wir mal. Bleibt spannend. Im letzten Jahr hatte ich einmal überlegt, vielleicht den Zeltofen mit der Hängematte irgendwie zu nutzen. Ja, das Projekt könnte vielleicht wieder kommen. Von One Tigress ist da jetzt so ein Zelt rausgekommen, so ein Hammock-Zelt mit speziellen Öffnungen für den Zeltofen. Aber das Teil wiegt halt 3,5 Kilo, was halt echt heftig ist als zusätzliches Gewicht, und es hat ein brutales Packmaß. Das ist eher sowas für ein stationäres Camp, zu dem man ja nicht weit laufen muss. Auch stelle ich mir die Bedienung vom Zeltofen aus der Hängematte schwierig bis unmöglich vor. Es wird wahrscheinlich dann auch eher so drauf rauslaufen, dass man quasi ja den Zeltofen nutzt, um unter dem Zelt zu sitzen und ja, dort eine schöne Zeit zu haben. Und wenn man dann irgendwann in die Hängematte geht, lässt man den halt ausgehen. Weil aus der Hängematte raus irgendwie an einem heißen Ofen hantieren, na, ich weiß nicht. Naja, schauen wir mal. Mal gucken, ob ich dieses Zelt noch beibekomme. Wenn ja, werde ich es auf jeden Fall ausprobieren und dann ja, werdet ihr es erfahren. Das war es jetzt schon. Lang genug am Rumlabern. Ich sage danke fürs Zuschauen.
Ich hoffe, die kleinen Infos dazu haben euch gefallen und der eine oder andere ist in der Entscheidungsfindung, ob er sich jetzt diesen oder irgendeinen anderen Zeltofen kauft, ein bisschen weitergekommen. Ich finde es eine geile Idee und eine coole Sache, auch wenn ich das Teil, wie gesagt, nur 2-3 Mal im Jahr nutze. Macht Spaß, vielleicht nutze ich es im Februar auch nochmal, wenn mein Neffe da ist und wir machen wieder eine schöne Session hier im Garten, machen nochmal Popcorn drauf oder so oder grillen was im Zelt drin. Das ist für ein Kind absolutes Highlight, auch wenn wir dann nicht in der Wildnis, in der Natur tief drin sind, aber ja, trotzdem kann man dann eine schöne Zeit hier draußen verbringen, auch im Garten, ohne dass man ja kalt hat und ja, dem Kind ein schönes kleines Abenteuer liefern. So, jetzt ist aber Schluss. Macht's gut, bis bald und ciao.